wanna play, make it a better place. It'll take creation, imagination. Try to draw outside the line. Let us see inside your mind. You'll find inspiration. All I'm saying is you can do it. I wanna hear you say. Hallo, hier ist Gesche von Gestempel. Ich habe heute eine ganz besondere Box für euch. Die habe ich schon auf einem Workshop letzte Woche gebastelt und die Teilnehmer waren ganz begeistert und haben natürlich noch schon nach der Videoanleitung gefragt, damit sie auch ohne mich die Box nochmal nachbasteln können. Die Box hat zwei Deckel, einmal unten, einmal oben. Und wenn du die dann hier aufklappst, dann sind insgesamt drei Boxen versteckt. Eine quadratische hier unten und zwei Rechtecke hier oben. Und da passt jede Menge rein. Wir haben ausprobiert, da passen zum Beispiel auch Socken rein, jede Menge Naschi. Ja, da kannst du ganz viel drin verstecken und zum Geburtstag verschenken. Und wie immer habe ich dir unten aufgeschrieben, was du für Produkte brauchst, die Maße des Papiers, sodass du jetzt schon mal vorschneiden kannst und jetzt schnell auf Pause drücken kannst. Such dir alles zurecht und dann können wir gleich gemeinsam basteln. Wir fangen an mit dem schwarzen Farbkarton. Natürlich kannst du auch eine andere Farbe nehmen. Der ist 28,6 x 14,5 cm groß. Die lange Seite wird oben angelegt und wir falzen bei 7,2, 14,3 und 21,4. Das können wir jetzt erstmal zur Seite legen. Dann haben wir ein Stück Farbkarton. Ich habe hier jetzt Limette gemacht. Ich habe mir gedacht, die Innenseite wird diesmal ein bisschen bunter. 20,8 x 20,8 rundherum bei 7 cm falzen. Dann habe ich hier zwei Stücke in Aquamarin, auch passend zu dem Designerpapier. Die sind 20,8 x 17,2 und werden ebenfalls rundherum bei 7 cm gefalzt. Das werden die rechteckigen Boxen. Und dann haben wir noch die Deckel, die bleiben hier in schwarz, um den Überraschungseffekt mit der Farbe zu erhalten. Die werden rundherum bei 3,5 gefalzt. Das mache ich hier, das lege ich hier wieder auf der rechten Seite an, damit das Papier nicht so wackelt. Jetzt brauche ich den Papierschneider nicht mehr, denn ich habe mir schon das Designerpapier vorgeschnitten. Das sind 8 Stücke 3x7 cm, die hier auf den Deckel geklebt werden. Das mache ich jetzt auch vor dem Schneiden schon und vor dem Kleben, dann ist es nämlich ein bisschen einfacher. Ich mache mal schnell auf Schnelldurchlauf, da musst du mir jetzt nicht ausführlich bei zugucken. Also bis gleich. So, das haben wir erledigt. Jetzt nimmst du dir dein großes schwarzes Stück vor und ich habe hier das Designerpapier schon passend zugeschnitten. Ich habe mir das im Verlauf hier hingelegt.
Also wenn du ein Papier hast, das ein fortlaufendes Muster hat, dann leg dir das gerne so hin, dass das hier auch passt. Auch das wird einmal festgeklebt. Einfach hier mittig auf die schwarzen Stellen. Ich wackel so ein bisschen hin und her, dann verteilt sich die Klebe auch nochmal gut. Ich habe hier den besonderen Augenmerk auf diesen kleinen Koala gelegt, der die Muffins jongliert oder mit Muffins jongliert. Den finde ich ja zu putzig, ne? Aber auch alle anderen Tiere auf dem Papier und in dem Stempelset finde ich total süß. Auch das Gürteltierchen, ne, mit dem Geschenk. Bautzi. Den Elefanten habe ich jetzt weggeschnitten. Der wird im nächsten Projekt verwendet. So, mir gefällt es aber auch, dass nur einige Tiere dann durch das Anmalen im Fokus sind auf dem Papier. So, das haben wir schon mal erledigt. Nun schneiden wir uns die Boxen zurecht. Und zwar braucht man dafür natürlich eine Schere. Ich finde, das ist alles relativ viel Papier. Deswegen habe ich mir Klebelaschen geschnitten, damit wir eben nicht so viel Papier umkleben müssen. Das heißt, ich schneide hier einmal gerade runter. Dann schneide ich hier so 1,5 cm neben der Falzlinie einmal ab und schräge mir hier eine Klebelasche an. Dann habe ich halt nicht ganz so viel Papier, was ich gleich umkleben muss. Das mache ich hier genauso. Ganz wichtig ist immer, dass die mittleren Quadrate hier dann stehen bleiben müssen, weil die bilden gleich unsere Verpackung. Und ob das nur 1,5 oder 2 cm oder 1 cm nur ist, das ist dir selbst überlassen. Ich arbeite mit doppelseitigem Klebeband, das heißt, es muss mindestens 1 cm stehen bleiben, damit man mit dem Klebeband ordentlich arbeiten kann. Aber wenn du sagst, okay, du nimmst Tombow, dann kannst du das im Grunde auch ein bisschen schmaler machen. So, das ist die Verpackung. Letztendlich machen wir das hier genauso. Auch da bleiben die mittleren Quadrate und diese beiden mittleren Rechtecke stehen. Klebelasche. So sollte das Ganze dann aussehen. Und beim letzten Stück Papier machen wir das genauso. Da stelle ich dich wieder auf schnell. Das hast du nun einmal ausführlich gesehen und ich will deine Geduld nicht überstrapazieren. Also bis gleich. Haben wir erledigt.
Jetzt nehmen wir, oder ich nehme doppelseitiges Klebeband oder du nimmst Klebemittel deiner Wahl. Und dann machen wir hier auf die Klebelaschen Klebe drauf. Nun nimmst du dir deinen Papierfalter zur Hand und falzt einmal alle Linien ordentlich nach. Und nun werden die Boxen zusammengeklebt. Einfach im rechten Winkel hochklappen. Und zusammenkleben. Das gleiche mit den anderen beiden Boxen auch. So, das haben wir erledigt. Nun werden die Boxen eingeklebt. Auch hier falze ich aber erst einmal, verfalte die Falzlinie nochmal nach. So, das wird nachher vorne bei mir für der Verpackung. Und hier wird jetzt unten mittig und bündig nach unten die eine Box angeklebt. Ich mache das aber so, dass ich nicht unbedingt auf diese Kanten gucken muss. Das heißt, ich nehme mir Tombo zur Hand. Und klebe das hier unten an. Kleinen Moment Geduld. Wo ich mit dem Papierfalter nochmal nachhelfen, aber am besten dabei nicht verrutschen. So, nochmal testen, ob das alles passt. Das sieht gut aus. Und die anderen beiden Boxen werden hier oben bündig angeklebt. Dazu drehe ich mir das Papier. Das ist für mich einfacher jetzt. Sonst würdest du meinen Haaransatz über das Projekt nicht mehr sehen. So. Auch da. Möglichst bündig. Ein bisschen Luft hat man. Das passt alles.
So, das war der erste Streich. Das Wichtigste haben wir erledigt. Und die Box lässt sich schließen, das ist auch schon mal schön. Hat also alles geklappt. Nun müssen wir noch die Decke schneiden. Das ist letztendlich ja eine Decke wie bei jeder anderen Box auch. Ich denke, das wirst du kennen und können. Also Klebelaschen einschneiden. Und zu guter Letzt das letzte Eckchen. So, auch hier nehme ich doppelseitiges Klebeband. Mal alles nachfalten. Und zusammenkleben. Das ist Nummer 1 und nun noch Nummer 2. Ja, wenn du das Video hier guckst, sind wir schon in den Vorbereitungen für die Prämienreise. Am Sonntag geht es los. Sind alle schon ganz aufgeregt und hoffen natürlich, dass kein Streik dazwischen kommt und dass wir alle gesund bleiben und dass das alles klappt, dass wir aufs Schiff kommen. Und dann haben wir uns ganz tolle Wanderungen vorgenommen. Und ja, hoffen, dass das Wetter einigermaßen mitspielt. Und dann werde ich bestimmt berichten. So, jetzt zusammenklappen. Unten einstecken. Oben drauf. Alles passt, wackelt und hat Luft. Und nun kommt zu guter Letzt noch ein Geburtstagsgruß obendrauf. Das Stück Papier ist 6,5 x 6,5 und ich habe hier wieder die lustige Schildkröte genommen. Die ist ja ein Favorit aus dem Stempelset. Und der singt ein Ständchen und hat noch ein paar Noten dabei. Und wird auch noch angemalt. Sein Mikrofon wird hell Savanne und hell Schiefergrau. Und dann habe ich hier mit Limette dieses Streifenmuster angemalt. Das ist das dunkle Limette und einmal in hell den Rest.
So passt das Ganze auch zu dem limettefarbenen Papier. Da sind ja viele super glücklich, dass das wieder im Sortiment ist. Aber es ist ja auch einfach eine schöne frische Farbe. Genau. Und fertig ist unsere Schildkröte, die dann einfach hier oben auf den Deckel kommt. Wo ist vorne? Hier ist vorne. Die noch oben drauf. Und fertig ist unsere tolle Box, die drei Boxen in sich versteckt. Ich hoffe, es hat dir Spaß gemacht zuzugucken. Wenn ja, dann lass mir ein Däumchen da und abonniere meinen Kanal. Natürlich freue ich mich, wenn du aktuelle Stampin' Up Ware bei mir bestellst. Alle Infos findest du auf www.gestempelt.de. Schau dir auch unbedingt mein Neukundenangebot und mein Bonuspunkteprogramm an. Ich wünsche dir einen schönen Tag. Bis ganz bald.